auch nichts gemolden. Tickets kaufen in Hohenems. Funktioniert? Nein, ja, direkt im Bus. Hallo, ich bin jetzt angekommen im Motel hier in Hohenems und ich bin zum dritten Mal hier und heuer wird es das erste Mal richtig barrierefrei. Heuer haben wir das erste Mal geschafft, dass wir die Betten auseinandernehmen, das eine hochstellen und somit genügend Platz hier für den Rolli schaffen. So, der Letzte! Ich bin jetzt mal ehrlich mit euch. So eine Busfahrt durchs Ländle am Morgen ist ja was Schönes, aber im Bett war es auch noch gut. Vorarlberger Schnurlregen! Gerade noch einen der leckersten Veggie-Burgers im Sonnenschein gegessen und jetzt völliger Schnürlregen. Ja, hallo, da Alex Kühni hat mich gerade gefragt, ob ich sagen kann, wo ich bin, damit man mich mal sehen kann. Ja, lieber Alex, derzeit bin ich in Vorarlberg, in Hohenems, oben in Götzis. Bist du da irgendwo? Ansonsten findet man mich meistens in Wien. Also, gerne mal anfragen. Vorarlberg, Vorarlberg, was tust du mir hier an? Warum muss es so viel regnen? Was hab ich dir angetan? Ja, ich bin so traurig, um jetzt irgendwie was Großartiges zu sagen. Österreich hat's verloren. Ich warte hier gerade am Bus, der mich nach Hause bringt zum Hotel. Und die Vorarlberger Jugend hat gerade festgestellt, mein Handy ist so groß wie mein Kopf. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist noch nicht mal 7. Oh, nicht meine Zeit, ich sage es. Aber die Arbeit kommt. Jetzt hier in Vorarlberg. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag jeweils einen Workshop geleitet mit ca. 20 bis 30 jungen Menschen, die ein FSJ, ein freiwillig soziales Jahr, hier in Vorarlberg ableisten. In meinem Workshop erzähle ich Ihnen davon, wie es ist, als Mensch mit Behinderung seinen Alltag zu meistern, was es heißt, selbstständig zu sein und wie es ist, für einen behinderten Menschen immer von anderen Menschen betreut zu werden bzw. assistiert zu werden. Natürlich liegt der Fokus vor allem darauf, dass die ja ziemlich jung sind und in den Einrichtungen arbeiten und die jedes Jahr neue Leute kommen. Kurz gesagt, die Zivildiener und FSJ-Praktikanten bleiben immer 18 Jahre, während die Bewohner der Einrichtungen immer älter werden. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, über den wir eben dann gemeinsam diskutieren. Außerdem geht es darum, Abgrenzung und Rollitraining. Eine Übung des heutigen Workshops war, plant eine Reise. Schreibt auf, wie fahrt ihr, welches Verkehrsmittel verwendet ihr, wo übernachtet ihr. Im heutigen Workshop habe ich die Leute eine Reise planen lassen. Sie sollen aufschreiben, wie sie von Vorarlberg nach Wien kommen, wo sie übernachten, was sie alles machen. Anschließend habe ich ihnen erzählt, wie ich dieselbe Reise planen würde, um ihnen zu zeigen, wo die Unterschiede für einen behinderten Menschen liegen. Zum Beispiel kann ich nicht einfach jeden Zug nehmen, ich muss ihn vorher reservieren und ich kann auch selten bei Freunden übernachten, weil sie keine barrierefreie Wohnung haben. Außerdem biete ich den Teilnehmern die Möglichkeit, dass sie mich einfach alles fragen können. Alles, was sie einen Menschen mit Behinderung schon immer mal fragen wollten.
scheiß verregneten Vorarlberg! Natürlich ist Vorarlberg kein Scheiß. Es ist nur das Wetter richtig scheiße. Ich musste das kuschelig warme Hotel verlassen, weil ich jetzt nach Feldkirch fahre, weil ich dort einen Zusatzworkshop habe. Fleißig am Gruppenarbeiten. Tja, so schaut's aus, wenn ich im Regen unterwegs bin. Vollkörperkondom. Und trotzdem bin ich ziemlich nass warm. Danke und bis zum nächsten Jahr. Das Freiwillig-Soziale Jahr von Vorarlberg. Hier habe ich die letzten Tage über Workshops gehalten und habe sogar die Zusage für nächstes Jahr bekommen. Ich muss zugeben, Sonnenschein und flaches Land ist schon schön. Ich habe die Zeit in Vorarlberg sehr genossen, ich freue mich schon auf nächstes Jahr, aber heimkommen ist immer super. Ganz ehrlich, wenn man einen Punkt erreicht, an dem man so müde ist, und man trinkt dann eine Red Bull und man fühlt sich dann auch, als ob man besoffen ist. Ungefähr so geht es mir gerade. I feel so good in the beer, I feel so, I feel so good in the beer. Kurze Info, auf meinem Kanal mabacherTV gibt es ein neues Video. Senf selber machen. Schick mir dein Lieblings-Senf-Rezept und gewinne ein Glas. Da ist man ganz ruhig. Ein bisschen spazieren durch die Stadt. Und was ist? Hört ihr's? Liberal Fußball. Kann es sein, dass heute ein wichtiges Spiel ist für Österreich? Ich weiß es nicht. Vor allem, wenn junge Menschen nach Wien kommen zum Party machen, gibt es immer nur eins. Schwedenplatz, Schwedenplatz, Schwedenplatz. Dabei ist das gar nicht der coolste Spot. Aber scheinbar gibt es Bemühungen, den Schwedenplatz neu zu gestalten. Kernthema, grün, weniger Beton. Der Schwedenplatz von oben. Big City Life. Baujahr 1975 und im Grunde voll einsatzfähig. Total blöd, eigentlich super nett. Ich wollte mir mit Starbucks gerade am Eist Chai Latte checken und der Kellner hat ihn mir geschenkt. Ich bin schneller als ein Pferd.